Nach zweimonatiger Pause startet die Nürburgring Langstreckenserie durch mit dem 45. DMV-Grenzlandrennen. 120 Fahrzeuge stellen sich bei besten Witterungsbedingungen dem Start. Vorne auf der Pole Position der Walkenhorst BMW mit der Bestzeit von Christian Krognes im BMW M4, der allerdings beim Start sich überrumpeln lässt von Frank Stippler. Im Phoenix Audi 8 übernimmt er die Führung auf den ersten Metern und kann diese auch gegen die hart drängenden Verfolger verteidigen. Im Mittelfeld wird hart gefightet, aber es bleibt fair und so sortiert man sich ein. Stippler gerät unter Druck von Lukas Stolz im Haupt-Mercedes AMG. Der zeigt, wie man ein Überholmanöver über 4 Kurven erfolgreich umsetzen kann. Kurve 3 sticht er nach innen und in Kurve 4 geht Lukas Stolz in Führung. Langsame Fahrt im Bereich Breitscheid, auch für Tobias Müller als Spitzenreiter der Cup-2-Klasse. Aber anschließend heißt es wieder Vollgas, nicht nur für ihn, auch für die Akteure bei den VLN-Serienwagen. Wilder trifft und manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten. Weiter gefightet wird in der Cup-2-Klasse, wo hier Mike Störsberg versucht, sich zu verbessern, sich aber am Ende den Konkurrenten beugen muss und sich hier hinter der Startnummer 114 von Ben Bühnagel platziert. Ende des Rennens für Hubert Haupt, der das Auto auf der Döttinger Höhe abstellen muss, während Tracy Krohn mehr Glück hat und den Porsche vor dem Einschlag in die Leitplanken rettet. Das gilt nicht für alle Akteure, wie hier bei der 653, wo der BMW rundherum vorne stark beschädigt ist. Spannender Kampf um den Gesamtsieg. René Rast in der Schlussphase mit der Attacke auf die führende Position. Gegenwehr von der Walkenhorst-Mannschaft hier in der Anfahrt Richtung Start und Ziel. Schnappt sich René Rast die führende Position, aber es wird weiter gefightet. Fair lässt man sich Platz, um hier keine Kollision zu riskieren. Mit viel Einsatz verteidigt der dreifache DTM-Champion René Rast und verliert keine Zehntelsekunden auf der Strecke und hat am Ende die Nase vorne mit einem Vorsprung von knapp 5 Sekunden auf die Walkenhorst-Mannschaft. Erster Sieg für René Rast zusammen mit Kuba Girmasiak, gefolgt von Christian Krognes, Sami Matti-Trogen sowie Frank Stippler und Vincent Kolb. In 14 Tagen geht es bereits weiter mit einem Saisonhighlight, den 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.